Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen Raybach von Kalle den Ultramapper. Wir waren ja hier in der Hexelparty, oder sind ja genau gesagt noch bei. Wir wollen den Wagen leben machen. Bringen wir das da hin? Und dann schauen wir mal, ne? Was so vor sich ist. Was so an... Boah, ist. Sagen wir so. Nee, wir müssen dann wahrscheinlich auch erst festfahren, sonst sind wir hier 10 Jahre dabei. Und wir müssen auch mal gucken, wie viel dann da drinnen ist und wie und wo und was und jenes und hast du nicht gesehen und willst du auch alle nicht so wissen, ne? Also jetzt gucken. Ist mal morgen den Mann. Das ist jetzt gerade so Plan, wofür fahren wir, richtig? Meine Wohnung. Shit. Straße. Kriegen wir hin. Der muss sich ganz schön quälen, der Puma, ne? Mit dem Wagen. Sagen wir, wie es ist. Da steht unser Rottlader-Moped. Das ist schon mal gut. Würde ich sagen, das zieht da hinten, ne? Und wenn wir denn da reinkommen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Könnt ihr auch in den Spiegel gucken, weil das wäre viel zu alt wäre. Also kann ich nicht nach Spiegel fahren, habe ich schon mal gesagt, ne? Kannst du auch nur immer wiederholen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Ich bin da voll die Null drin. Sieht da in die Wand? Da ist die Wand. Sieht gar nichts. So ist es vor uns leer. Abflug. Wir müssen nur noch weitermachen. Du musst gleich mal einen Helfer anstellen. Dann hatte ich. Die ist ja nicht angestellt, weil ich ja neu gestartet habe. Hintern geht hoch. So, jetzt sind wir Abflug hier, man. Müssen wir auf was schaffen. Nix ist fertig. Schwuppdiwupp, hier lang geschossen, dann da lang geschossen. Und wenn wir dann dreimal um die Kurve gefahren sind, sind wir bald da. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Leider, ey, der geht den Purpose aber immer richtig hoch, du. Muss man sich nichts vormachen. Gildo hat dich nicht lieb. Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt, ne? Ich guck hier gerade ZDF-Fernsehgarten, ne? Ist der angegangen? Mach mal Harvey Helfer. Falsche Richtung. Oh, Gisela ist ein Stissel. Dann kann ja nichts mehr schief laufen beim nächsten, ne? Hier eben hatte ich Jacke angezogen, weil es wohl morgen ziemlich frisch war. Jetzt ist es wieder so warm mit Jacke. Ne? Ja, kannst du vergessen. Ich weiß ja auch nicht, wie ich anziehen soll. Eigentlich soll es aber zu warm werden. Na, Gisela, heute warm oder nicht warm? Sag mir.
Ich rede da auch nicht mehr mit einem. Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Kein Plan. Eigentlich würde ich die Rehbach gerne neu anfangen, ne? Weil so langsam weiß man, wie was wo ist und wie man das haben möchte. Und am liebsten will ich auch nur einen Hof machen, ne? Ich glaube, wir werden die auch nochmal neu anfangen. Aber das mache ich in Ruhe, ne? Also wie ich Zeit habe, einen kleinen Hof machen. So den im Dürfen, ein bisschen umbauen. Also was dazu bauen und so. Das mache ich so nach und nach, ne? Ja, das kriegen wir hin. Sie macht den Job, ne? Isle, kannst du da nicht mal ein bisschen was an der Geschwindigkeit drehen? So werden wir heute nicht fertig. Sag mal. Redet nicht mehr mit mir, ne? Ich brauche nur ein Bild. Wie ist denn da in Edge? Wohin dreht die? Hat er da einen gesehen? Nee, ne? Ja, ne. Wo ist sie? Jo, guck mal, wie die da reinfährt, wie schwungvoll. Aber das war's gleich schon, oder was? Das reicht doch niemals. Oh, eine Bauern haben wir dann noch. Das ist schon bremsen. Hey, guck mal, wie die da drauf sitzt da. Voll easy peasy entspannt, ne? Unsere Gisela. Stimmt, oh, das sind ja nicht mehr, 80.000 Liter nach hier oder was? War ich doch niemals, da müssen wir noch was anderes wechseln. Schicker, was ist denn hier? Umzahlung, oh, wir sind pleite. Hier guckt sie direkt zur Seite. Was ist Wildschaden? Ne, das haben wir hier nicht in Rebe. Oder sind die in Hessen Wildschweine? Sag mal, Gisela, weißt du das? Weiß ja nicht. Die, wo ich wohne, haben wir dann nicht so Probleme mit Wildschaden. Also von wegen Wildschwein und so. Oben im Teuto sind ein Por. Aber hier, wo ich wohne, nicht so. Entschuldigung. Hab ich mich ja schon fast verschluckt, weil die Gisela so schnell fährt. Ne? Kommt bornige Idee, wie die schon mit Stress. Mann. Gisela. Wo soll das noch mit dir enden, wenn wir so schnell fahren? Kann ich schon bewegen oder was? Die letzte Pfütze, da hat er keinen Bock gehabt, ne? Hast du gemerkt? Immer so. Hey Gisela, kein Stress. Svenny macht das schon. Vorher erstmal so 20 Ehrenrunden hier auf unseren Äcker, damit er auch schön verdichtet ist. Dann lohnt sich dann hier auch das Plögen und so, weißt du? Die kann ich nicht treiben, mir nochmal zu Weißglut hier. Chill steht auch nicht mehr. Statt dass man losfährt? Nee, ne? Das Laderohr ist echt zu kurz bei dem Häcksler.
Dann Stress, Mann, ne? Ich will mich doch gerade vor Hunde piepeln, oder? Ohne Worte, ohne Worte, was willst du dazu nur sagen? Guck mal, wie viel Langschleifen jetzt halt noch immer. Ist auch nichts zu erzählen, wie ganz will. Ja, jetzt lass gehen wir mal weg. Dann sehen wir ja, der ist richtig gesehen. Guck mal, wie fett die Kerle da hinten raus sind. Ich stehe auf diese Pflegebereifung. Ne? Dann siehst du noch, dass es dann nicht so schnell ist, aber ich habe hier auch ein kleineres Maisgebiet, davor machen können. Ne? Dann wäre der einfacher fliegen würde. Zieht er so. Muss man aufpassen, dass du nicht einen schweren Fuß hast. Geh noch drüpp oder was? Sag mal! Das hat alle drüpp! Der kommt nicht von hier, nix direkt. Ne? Sieht man den auch gar nicht an, dass der nicht hier aus dem Weg kommt, ne? Schon ein bisschen wenig gerückt. Ne? Wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn jetzt noch 38.000, ne? Komm, fahren wir erstmal weg, verdichten wir die Schuhe erstmal. Was willst du uns machen? Aber ich bin echt dafür, dass wir nochmal neu anfangen. Bis ich jetzt wieder einen Hof angerichtet habe, ne? Allerdings blöd, ne? Schwimmt immer mit dem Wagen und drückt den Hintern hoch. Ne, ist nicht voll. Jetzt sag komm her, Schido. Hier sollen mal Hochhäuser hin, ne? Naja, irgendwann sollen die mal Hochhäuser hin. Jetzt ist noch Baustopp. Wir haben da eine seltene Vogelart erwischt. Deswegen ist erstmal Baustopp. Vielleicht kriegen sie ja nochmal wieder eine Baugenehmigung, ich weiß ja nicht. Chikra. Los, ja. Dann können wir da lang fahren. Das ist ja kommen. Bisher. Wo muss der da rauskommen, oder? Du musst auch immer aufpassen auf das Schild. Muss er da ein Schild hin? Oder nicht auch mal ein Schild? Sag mal. Kein Plan. Der war da bei ihm ein Schild? Wird das denn umgeheizt? Als ich denn lang gefahren bin, stand das nur. Extra aufgepasst, sonst krieg ich immer Meckern. Oh, wer hat das denn da so intelligent reingekippt? Wer war das? Ich? Okay. Ich gestehe. So langsam dahin.
Hier so langsam hin, ne? Langsam nach die da zurück da. Guck mal eben eine, ob das passt. Aber ich sehe nichts. Könnt ihr auch in den Spiegel gucken, aber das wäre immer viel zu einfach. Bevor euch für mich. Ne. Passt wohl, oder? Hat aber auch schon eine Ladegeschwindigkeit, oder? Schicki vorne. Stell ihn mal eben hier an der Seite. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen. Also echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal. Und ihr wollt eine Stimme verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.